viel ich sehe, nur vom Sentinel. Nein, 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 sind sie nicht, auch von Scourge auch. Und ja, eigentlich genau die gleichen. Eine bei der Rune, die jetzt ausgelaufen ist. Eine beim Creep Spawn, um den Creep Spawn zu blockieren, zum Pullen. Hier oben genau das gleiche, 1 zu 1. Nur beide Rune Wards sind ausgelaufen, sollte man wieder erneuern. Und oh, der Corrupted, das könnte was werden, das könnte was werden. Und ich glaube, ich darf es wagen zu sagen, dass Zeus nicht mehr lange lebt. Ja, er ist tot. Ja, gut, den Kill hätte er nicht geben oder beziehungsweise schwer geben können. Wäre besser gewesen, wenn Corrupted ihn gekriegt hat, damit er früher auf dem Vanguard und also Boots, Vanguard und Shaman Cetrus, das ist alles, was ein Corrupted eigentlich braucht, damit er viel Schaden machen kann, weil Corrupted muss halt lange im Kampf bleiben für sein Corrupted Conduit. Und ja, also Polybog Priest Level 5. Level 5 allgemein ist nur Pestilence Level 4. Ich frage mich, wie er das geschafft hat. Gegnerischen Team alle Level 4, außer Chipper. Also 2 zu 3 Kills, aber Level, also von den Leveln her, ist Sentinel ganz klar voran. Und es ist eigentlich aktuell der Chipper, der hier so ein bisschen die Mitte dominiert und den Thunderbringer downhält und deswegen vom Ganken abhält. Was sehr gut ist, was auch für das, was ein schlimmer Verlust ist, da Thunderbringer früh Level 6 kann viele Kills, früh Level 7 kann viele Kills machen und für sein Team wirklich nützlich sein, aber da Chipper ihn jetzt sehr stark downhält und Thunderbringer wirklich nur noch dominiert wird, ist das Ganze wirklich nicht so toll. Oh, drei Leute top und ja, mal schauen, was hier draus wird. Scheint als gar nichts. Schaut so aus und nee, das wird nichts. Sollten sie auch lassen, da die beiden relativ low sind und Polywog Priest Level 5. Ich habe gedacht, er wäre Level 6, dann wäre das nämlich ziemlich dumm gewesen, hätte einen einzigen Kalt machen können. Und sie sollten sich wirklich nicht überschätzen, dass sie das sehr riskant, was sie jetzt hier machen. Pestilence und schön nochmal farmen. Wie viel Creeps hat das? Wie schaut es denn aus mit den Creeps? Creep Kills. Ziemlich viele auf dem Demented Chairman. 12 Stück. Finde ich jetzt. 14 auf dem Pestilence. Ich meine, er sollte ihn besser farmen lassen. Also eher sich aufs Denying konzentrieren. Er hat auch nur 3 Denies und Pestilence hat 13. Also ich weiß nicht. Ich glaube, der macht seinen Job nicht ganz so toll. Und er ist tot. Ja, Instant Kill bei Chipper, klasse, also gut gemacht, ich kann's nicht. Und ja, Accursed jetzt auch Level 6, wird ab sofort also auch ein echtes Problem, schwer zu töten. Chipper, permanent am Roamen, eigentlich der gefährlichste Card bei Hellborn, meiner Meinung nach. Und man sollte wirklich aufpassen, wo er ist. Es müssen auch wirklich wieder Wards gesetzt werden, ganz dringend. Frag mich, warum das keiner macht. Nein, auf der Cross sind keine Wards. Und hier ist gar nichts. Also, wundert mich dann doch schon ein bisschen, dass hier keine Wards gesetzt werden. Ich meine, es muss ja nicht einer alleine machen. Zeus und Demented Shaman oder Polybog und Demented Shaman könnten. Chipper, Glacius und Accursed könnten auf der anderen Seite, wobei ich Chipper finde, sollte eher sein Ding rushen, sein Staff of the Masters, da es ihm einfach den extremen Slow gibt und sein Damage einfach nur gnadenlos erhöht. Ich frage mich, warum Pestilence Gore geskillt hat. Das ist eigentlich nur noch relativ dumm, da der Passive Crit lohnt sich nicht im Vergleich zu Impale und Flight, wo dir früh viele Kills geben, finde ich den Passive Crit eigentlich ziemlich unnütz. Und das ist jetzt, das frage ich mich wirklich. Warum hat der Gore gelevelt? Das ist eigentlich nicht so toll. Aber wir werden mal sehen, was hier draus wird. Also, oben wird gepinkt. Es scheint aus, als möchte man hier ganken. Thunderbringer hält es nicht für nötig, sich zu bewegen. Und C4 ist tot. Wenn C4 das überlebt, dann. Und beide sind tot. Gute Arbeit beim Engineer, schöner Ulti. Ich frag mich, warum Glacius da noch reingerannt ist. Klar, er wollte ihn noch retten, aber das war unmöglich. Also. Nicht so gut. Ah, Wards sind wieder ab vom Demented Shaman. Er hat ein Set Wards gekauft. Bei Scourge noch niemand. Und ja. Müsste man hier mal. Also, ich würde ehrlich mal meinen, man muss Wards kaufen. Wobei, eigentlich hat
Scourge hier gerade. Extrem Vorteil, also hauptsächlich wegen dem Chipper, der durch die Gegend läuft und gankt und alles tötet, was ihm vor die Kamera läuft. Deswegen, ja, aber Wort sollte man trotzdem brauchen, obwohl sie nicht in die Gefahr laufen, gegankt zu werden. C4 jetzt doch endlich im Wald, ein wenig verspätet und jetzt wird er es bereuen, sein Windschild nicht gelevelt zu haben. Chipper, ja, ich weiß nicht, ob er das schafft, ich find's riskant. Nein, schafft er nicht, er ist tot. Und ja, schade eigentlich. Und jetzt kommt hier Hardcore Clashes, Clashes und! Jetzt blast ihn doch! Blast doch! Oh Mann! Warum hat er den Blast nicht ge hat er den Blast nicht gelevelt? Nein, er hat den Blast nicht gelevelt. Warum hat er den Blast nicht gelevelt? Das ja. Oh man. Mit dem Blast, einfach Double Kill wäre es gewesen, vielleicht. Auf jeden Fall einer und schade. Schade, Hardcore Clashes, aber hat nicht geklappt. Zeus läuft durch die Gegend, völlig erfolglos, versagt total. Irgendwie. Also 1 zu 4 und schafft es nicht wirklich, irgendwas zu bewältigen. Von den Creep Kills ist bei Sentinel ganz klar Engineer voran mit 24. In 12 Minuten nicht so gut. Das sind 2 Creep Kills die Minute. Und Chipper tötet noch einen. Chipper hat 5 Kills und ist einmal gestorben. Ja, es schaut sehr gut aus für das Scourge-Team. Und ja, wir schauen dann mal, wie das hier weitergeht. Bei. Oh, also ganz klar, Scourge ist weit voran. Corrupted Disciple hat 20 Creep Kills, 17 auf dem Glacius, 31 auf Ding. Ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Eckhurst, 37 auf C4 und 32 auf einem 5 zu 1 Chipper, auf einem 6 zu 1 Chipper. Ich würde anstelle von einem Corrupted jetzt da hingehen und mir die Wards holen, da die 30 Gold pro Ward bringen und das ist echt viel. Und da ja keiner in der Nähe ist. Und der Eckhurst, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie ihn töten können. Warum hat er seinen Ulti angemacht? Warum hat der sein Ulti angebracht. Das war's für den Accursed. Er ist tot. Selbe Schuld. Warum zur Hölle hat er sein Ulti angebracht? Und, oh je. Jetzt komm, komm, komm. Nein, er ist tot. Bam. Kill geht zu Pestilence und das ist nicht so gut für das Scourge-Team, wenn Pestilence ist noch nicht gestorben, hat ein Kill, 20 Creep-Kills. Und sie, seine Steamboots sind fertig. Man muss wirklich aufpassen, dass Pestilence kein Farm kriegt. Also er ist sehr gefährlich. Corrupted kommt von hinten und ich weiß nicht, was er machen will. Ich war. Wird interessant hier jetzt. Ulti ist an. Ulti. Sie gehen auf Pestilence. Oh, schlimme, nein. Das war nicht gut. Sie hätten eher auf einen von den Schwächeren gehen sollen. Corrupted fällt. Chipper im Kampf gegen den total schlechten Thunderbringer hier, der irgendwie nichts bringt, aber auch zu langsam ist, um irgendwas reißen zu können. Und Ulti! Wa? Der Thunderbringer hat kein Chain Lightning gelevelt. Das sagt ja schon mal alles. Tut mir leid, wer auch immer den Thunderbringer ist. Falls du das hier hörst, ich mein's nicht ernst. Danke. Also. Bisher schaut's eigentlich ganz normal aus. Wie sieht's aus mit dem Saphir? Was hat der schon? Ja, es scheint als das Übliche wird jetzt wahrscheinlich sein Helm of the Black Legion holen und danach den Mock Rushen. Und danach ein sehr, sehr großer negativer Aspekt für das gegnerische Team sein, da er einfach viel zu viel AOE-Schaden macht mit seinem Ulti. Und da muss man wirklich aufpassen, dass das nicht passiert. Man muss ihn vom Farm abhalten. Und Fail-Raketen. Und ja, kommen alle weg. Das war jetzt nicht so toll vom Chipper. Aber er hat bisher ein eigentlich perfektes Spiel abgeliefert. Ich möchte ihn jetzt hier nicht. Und schöne Rakete. Er weiß, wo er ist. Er weiß, wo er ist. Und noch eine. Noch eine. Komm, komm, komm. Na, schade. Schade, schade. Ja, er versucht sich den Drachen zuzufieden, aber es war nichts. Chipper hat dann doch noch den Kill gekriegt. Ich frag mich, warum er das gemacht hat. Er hätte einfach nur weiterlaufen müssen und wäre sicher gewesen. Ponywalk Priest wird verfolgt. Unten wird der Tower gepusht. Den werden sie höchstwahrscheinlich auch kriegen, da
so wie es ausschaut, keiner vom Scourge TP-Scrolls hat. Ja, der Tower fällt wahrscheinlich demnächst. Wird nicht mehr lange halten. Pestilenz kann da auch nicht viel dagegen machen. Und ja. Als nächstes, ja, passiert eigentlich gerade recht wenig. Scythe am Farmen, das was er halt machen soll, hat auch schon sein Helm of the Black Legion und Boots. Ich frage mich jetzt, was er machen wird. Weil, wenn er jetzt erst anfängt, den Mock zu rushen, ist das halt kein wirklicher Rush mehr. Mock Rush sollte man eigentlich innerhalb von 25 Minuten fertig haben, sonst wird's verliert, fängt der Mock schon an, seine Effektivität zu verlieren und das ist dann halt nicht so toll. Zwei Wards sind genau hier. Thunderbringer, unsichtbar.